Dann nehme ich meine ganze Planung auf Formen. So. Mit einem Hieb dann gekillt. Droppen hier mittlerweile einige Essenzen schon. Diese Prometheus-Essenz beispielsweise, oder da ist jetzt die Essenz von Herakles Macht. So. Dein Gepäck ist voll. Was? Mein Gepäck ist voll? Kann nicht sein. Hier könnten wir Geschicklichkeit dazu kriegen. Geschicklichkeit, Energie. Okay, porten wir uns erstmal zurück nach Sparta. Ein bisschen Geld verdienen. Denn wenn ich dann hier schon wieder zurückskillen möchte, uns zurücksetzen möchte von den Eigenschaften her, dann... Ich bin ziemlich beschäftigt, die Spartaner auszurüsten. Das ist nämlich Beeile dich, was möchtest du? Pro Level abhängig. Im Moment, der verstärkte Schild, den haben wir uns nicht angeguckt. Ah, okay. Ist nicht so gut. So, das ist auf alle Fälle nicht so praktisch, wenn man kein Geld hat, weil das ist sehr kostenintensiv, wenn man dann, Wiedersehen! Wenn man dann, die Fähigkeiten zurücksetzen lässt. Mit jedem Mal wird es dann teurer. Das ist dann, ich kenne die Berechnungsformel nicht, aber auf alle Fälle spielt das Level mit eine große Rolle. Naja. Komm. So. So, so, so. Und ich sitze hier nochmal auf den Satyr geballert. Da geht's. Einfach einmal ringsherum. Ich bräuchte jetzt so eine Dornrüstung. Bam, bam, bam. Ich glaube, ich sollte jetzt hier gar nicht mehr so viel gelbes Zeug aufheben. Zeitintensiv. So, so. Einer nach dem anderen. Genau. Machen wir es einfach so. Hoffen wir auf Gold, das wir finden. Leider habe ich keinen AOE-Move. Noch nicht. Aber dafür können wir relativ fix die Gegner hier auseinandernehmen. So. Noch einen Gesundheitstrank, den nehmen wir auch auf alle Fälle mit. Dann gleich nach unten links. Prometheus Flamme. Und hier Gold. Prometheus Flamme. Da haben wir jetzt schon zwei Stückchen. Sohn des Titan, Impetus, gab der Menschlichkeit das Geschenk des Feuers, kann alle Waffen verzaubern. Wieso nicht? Wir können alle Waffen damit verzaubern, aber wir können keine blauen Waffen damit verzaubern. Das ist natürlich ein Problemchen. Ach, schade. Sonst hätte ich nämlich... Können wir eigentlich auf den Bogen knallen. Aber ich hoffe, dass wir bald einen neuen Bogen finden und dann probieren wir es da auf den neuen hochzuknallen. Ach, verdammt. Oh, was ist das hier? Arachnen.
Arachnos. So. Unsere Paste auch wieder drauf geschmiert, um Gesundheitsregeneration zu bekommen. So. Spinn. Da kommt sie gleich. Da ist sie runtergeflogen. Mensch. Bam, bam, bam. Bash, bash, bash. Und da haben wir sie wieder auseinandergeschlagen. Yeah. Gut, ich gehe jetzt hier wieder alte Devise einfach an den Seiten lang. Schauen wir mal, wo wir hier dann hingelangen werden. Ich weiß es natürlich. Ich kann mich noch dran erinnern. Aber ich möchte jetzt hier noch nicht rumspoilern. So. Das sind doch andersfarbige. Andersfarbige. Massiv. Nein. Damit meinte ich bloß, dass die uns in einen Hinterhalt locken wollen. Da ist er auch schon enthalten. Eieieiei. So. Trank eingeworfen. Das ist auch Magier. So. Fernkämpfer auch mal schon ein bisschen. Eieieiei. Also das sind auch so eine kleinen Mistviecher, welche auch gerne mal kritten. So. Naja. So gut ist das Zeug auch nicht, was die da uns anbieten wollen. Hier ist noch ein Gesundheitstrank, den nehmen wir gerne mit. Komm, stirb! Ich hoffe eigentlich bloß, dass die uns endlich mal hier was Vernünftiges zur Verfügung stellen. War ja schon ein guter Anfang mit der Faridaktik. So. Sterb! Sterb! Und du auch! Erstmal alles hier einnebeln in Gift. Ist auch nichts drin. Das ist ja halt der Vorteil eines Schurken, dass er erstmal hier alle in Blutung hüllen kann und Gift und was es alles noch so gibt. Obwohl ich eigentlich nochmal das Blendkühlen ausprobieren sollte. An. Ja. Also so besonders war diese Höhle doch nicht. Aber das habt ihr jetzt auch mal mitbekommen. So. Und das war's auch schon mit der Höhle. Jetzt gehen wir hier nochmal hoch. Ganz ernsthaft, ich kämpfe lieber gegen Satyren als gegen so ein Zeug, weil bei Satyren habe ich immer die Hoffnung, dass wir hier etwas Interessantes finden könnten. Und die hier, die haben immer ihre komische Chitrine-Rüstung an ihre, halt diese Arachnen-Brustpanzer. Und irgendwelche Schuppen, naja. Außerdem habe ich so eine kleine... Naja, ich möchte nicht sagen Arachnophobie, aber ich habe jetzt keine panische Angst vor Spinnen, aber ich ekel mich schon vor den Viechern.
Naja. Gut. Das hätten wir. Läuft auf alle Fälle. Weiter geht's. Das war also mit anderen Worten einfach nur eine Sackgasse. Und hier finden wir nichts weiter. Immer schön auf Althämmern gucken. Barbarenschild der Muskelkraft. Sortieren wir es gleich mal richtig. So. Ach, ist ja auch Rille. Weiter geht's. Na, 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 na. Und auf nach oben. Ah, hier ist ein weiteres Dörfchen. Ein weiteres Spartanerdorf. So. Das Wasser in unserem Dorf ist schlecht geworden. Es ist vorgestern passiert, nachdem der erste Satyr gesichtet wurde. Meine Schwester wurde übel und dann meinem Nachbarn. Okay. Dann wollen wir dir nochmal helfen. Ich bin jetzt einfach mal dem Surren gefolgt, dieser komischen Kreaturen. Hatten wir ja gerade schon das Vergnügen mit den Viechern. So. Schöne Sache. Jetzt gucke ich aber gleich nochmal. Hier haben wir den Brunnen schon aktiviert. Da ist ein Händler. Ah, hier sind noch Zombies. Oh mein Gott! Shaun of the Dead! Ganz ruhig, ganz ruhig. Das kriegen wir hin. Bam, 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 bam. Wir müssen viel schneller zuschlagen. Das wäre richtig geil, so ein Angriffstempo von 300 Millionen zu haben. Bam, 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 bam. Und dann immer jeder vierte Schlag ist dann hier dieser super krasse, dieser kalkulierte Schlag. Zombie-Epidemie! Hilfe! Apokalypse! Zum Glück waren wir vorbereitet und haben unser Zombie-Apokalypse-Survival-Pack dabei. Ayas Verräterklinge! Wobei ich eigentlich auch nach der Devise bei so einer Zombie-Apokalypse leben würde, wie bei Shaun of the Dead. Mit einem stumpfen Gegenstand. Ey, wenn man so ein Zombie irgendwas abschlägt, das lebt doch weiter. Nein, theoretisch, würde ich sagen. Aber wie tötet man etwas, was tot ist? Ach, ist das hier schlecht zu sehen, ey. Kann es eigentlich bloß zerhackstückeln und zu Püree verarbeiten. Ich finde aber auch cool, mal da nach oben geschaut, zu unserer Lebenspunkteanzeige, dass wir schon über die Hälfte unserer Energie... Früher habe ich Pflüge und Sensen an Bauern verkauft. Aber seit die Monster da sind, verkaufe ich mehr Schwerter und Schilde, Beinschienen und Speere. So, das, was ich sagen wollte, dass wir schon die Hälfte unserer Energieanzeige reserviert haben für unsere Moves. Oh, ja, wir haben sogar schon mittlerweile Schriftrollen. Inspiriert den Anwender und verbessert somit seine offensiven Fähigkeiten im Nahkampf. 90 Sekunden Dauer, 30 Schaden, 100 Angriffsqualität. Interessant, interessant. Hier haben wir noch diverse Farmen. Die braucht man eigentlich bloß, um seine Tunika möge Artemis dich begleiten. Rüsto kann man leider nicht einfärben. Nur seine Tunika, welche man drunter trägt. Ja, ja. Aber daran wollen wir uns erstmal nicht weiter aufhalten. Weiter geht's. Ich glaube, hier treffen wir auch gleich wieder auf unsere werten Freunde, die... Genau, die Spinnen. Komm. Bam, bam, bam.